Im letzten Jahr haben wir unseren eigenen Foodtruck gebaut und mit unzähligen Gästen gekocht. Jetzt ist aber natürlich an der Zeit, unsere Konkurrenz abzuchecken. Deshalb habe ich heute in Köln einige Plätze rausgesucht, wo Foodtrucks stehen. Und die werden wir heute abchecken und uns richtig einen reinfressen. Los geht's! Wir sind im Auto angekommen. Ich cruise hier schon durch die Innenstadt. Jetzt geht's zum ersten Foodtruck. Miguel hat jetzt schon in der Rolle als Lesers und Bewertungsvorlesers und Zeigers gleich die wertvolle Aufgabe. Vergibt uns mit dem Ton, weil Miguel ist hinter der Kamera. Kann sein, dass es ein bisschen dumm verklingt, aber es wird geilo. Jetzt uns vorzulesen, wo es hingeht zum einen. Und ich muss kurz gucken, dass ich keine Leute ermorde. Zumindest nicht auf Kamera. Also Miguel, wo gehen wir hin? Wie sind die Bewertungen? Also, wir gehen zu Moccagino. Der hat eine Bewertung von 5 Sternen. Von 5. Die erste Bewertung ist bester Kaffee in Köln. Immer vorbildlich freundliche Bedienung. Kaffee ist gut. Kaffee ist wirklich sehr gut. Okay. Der beste Kaffee in ganz Köln. Best Espresso in Köln. Best Kaffee in Köln. Also scheint guter Kaffee zu sein. Würde ich sagen, ich habe auch Lust auf einen Kaffee und ein Hüngerchen. Ich gucke mal, ob ich mir da zwei Sachen von snacken kann. Location ist genau in der Innenstadt. Dementsprechend, let's see. Essen ist gekauft. Ihr seht schon, erstmal Käffchen. Voll der dicke Milchschaum. Per se ganz geil eigentlich, oder? Ein Klassiker, ist aber lecker. Aber das ist ja jetzt so ein Ding, das muss man nicht so bewerten, glaube ich, 2022. Aber viele fragen immer, ob man Hafermilch oder sowas haben will. Hier ist einfach Basic Milch. Gibt auch noch Glühwein mit Amaretto. Es ist so Mitte Januar. So. Ich fühle es nicht so lange, aber muss ja jeder selber entscheiden. Jetzt noch Food hier. Wir haben hier dieses Gerät. Ich wollte nachfragen, wie es heißt, aber ich glaube, es ist einfach nur ein Croissant mit Vanillefüllung. Ist aber ganz gut, weil ich habe noch nicht gefrühstückt und dann werde ich mir jetzt richtig einen rein. Der Gerät. Ich glaube, man sieht danach aber aus wie eine Sau, ne? Oh, schmeckt lecker. Backstage schneit's wieder. Insgesamt von 5 Sternchen, weil wir haben ja noch einiges vor uns, deswegen rattern wir jetzt hier durch. Wir hatten ja 5 von 5, 13 Bewertungen. Ich würde geben 3,7. Bin halt versaut hier nach. Das ist nix für To-Go. Das ist für mich zu schwierig und das sollte ein Foodtruck sein, oder? Das geht To-Go, das hier wird schon richtig kompliziert. Ab wieder ins Auto, ab zur zweiten Location. Wo fahren wir jetzt hin? Guten Tag, Numero Dos ist auf dem Weg, die zweite Station. Kaffee war okay, aber wir haben jetzt noch was im Petto. Wo geht's hin, Miguel? Wie sind die Bewertungen? Es geht zu Frank Long Hotdog Schmiede. Die haben 4,4 Sterne. Einer schreibt, sehr freundliche Bedienung, tolle Auswahl an Hotdogs und Salate. Der Hotdog Italy Style war sehr gut, allgemein sehr zu empfehlen. Okay, Hotdog Italy Style, merke ich mir, ja. Hab mir den veganen Hotdog gegönnt, sehr lecker, gut belegt, tolle Soße, 8,90 €, aber schon recht teuer. 8,90 €? Yes. Wie viel Bewertung? 4,4. 4,4, ja, höchstwahrscheinlich der Preis. Aber mir kommt es schon ein bisschen bekannt vor. Lass mal hingehen, lass mal gucken. Ich bestelle mir mal Essen und dann wird mal schön reingefressen. Wieder mal richtig schön ins Maul rein. Yeah! Wir haben den Hotdog bekommen. Das sieht geil aus. Das ist jetzt nicht dieser Italien. Es ist der Chicago. Da sind so Tomaten drauf. Ganz schlimm. Gürkchen drauf. Voll gut. Karamellisierte Zwiebeln. Und so eine separate Soße. Die haben dann Holzkohlegrill aufgefahren. Da hinten werden die Brötchen frisch gemacht. Also verstehe, warum es 97 sind. Auch besonders mit dem Platz. Ne? Es ist der Mediapark. Mediapark ist schon crazy. Das kennt ihr vielleicht von solchen tollen Ideen wie Julian Bams Tanzschule. Grüß gehen raus, Digga. Hab dich lieb. Ich glaube, der hasst mich jetzt. Was mir aufgefallen ist gerade, als wir schon davor standen, ich habe im Auto das schon so leicht bemerkt, ist, wir haben schon mal hier ein Video zugedreht und zwar das Video, wir bestellen alle Hotdogs. Das war nämlich auch von denen, also aus einem Foodtruck haben wir rausbestellt. Ich wusste das auch nicht. Können wir mal kurz reinschneiden, was haben wir damals für eine Bewertung gegeben? Voll geil. Das war das ganze Sortiment, was da verfügbar ist. Übel gut. Okay, das heißt, jetzt sind wir ja nochmal frischer, auch wenn es eiskalt ist und höchstwahrscheinlich die Wurst schon nur noch lauwarm, Alter. Wir haben auch wohl mehr Kornbrötchen bekommen, weil die Sesamdinger gerade noch frisch gebacken worden sind. Let's try. Boah, vergebt mir, wenn ich den Satz so sage, aber diese Wurst hat viel Aroma. Aber überhaupt nicht negativ, sondern echt sehr positiv. Also ich finde es bis dato wirklich sehr lecker. Jetzt nochmal hier einmal rein in die volle Belegschaft. Die Wurst ist aber sehr trocken. Tut mir leid wieder. Es hat einen übel leckeren Geschmack. Es ist eine Wurst, Miguel. Das steht hier. Super aromatisch, super lecker, aber wenn die ganzen Soßen drumherum wegfallen, weißt du, bei so einer Stadionwurst ist das immer das Geilste. Wenn du so das erste Mal so in die Wurst reinbeißen kannst im Stadion. Was ist denn los, Miguel? Insgesamt aber ein sehr runder Geschmack. Ich würde hier auch geschmacklich, also Service, die waren übel nett, wird alles selbst gemacht, preislich ein bisschen teuer, meiner Meinung nach, aber steht auch im Mediapark, ist übel teuer, da zu stehen höchstwahrscheinlich. Ja. Den Smoker sogar davor aufgebaut, ist alles richtig fresh, coole Idee, cooles Konzept. Ich gebe von 5 Punkten, ich würde jetzt auch einfach ich gehe 4,4. Aber ist ja noch nicht aller Tage Abend, wir haben jetzt noch eine feste Station, danach wird es ein bisschen wilder. Von daher würde ich sagen, fahren wir weiter.
Das war lecker, ey. Also die Wurst war sehr gut. Wir sind jetzt kurz vor unserem nächsten Punkt. Ich glaube, wir müssen noch so kurz durch Ehrenfeld durch, beziehungsweise ich glaube, es ist sogar hier direkt. Das sieht aus wie so ein Snackwagen. Weißt du, nicht unbedingt mal ein Truck, ein ganzer, sondern wie so ein Snackwagen. Wichtig ist, ich bin ja wirklich nur nach Google-Ergebnissen gegangen. Wir haben ja schon gesehen, bei den anderen Leuten standen immer noch Trucks daneben. Die sind aber alle nicht eingetragen. Wir wollen ja nach Bewertungen gehen. Das machen wir nämlich jetzt auch. Wo geht's jetzt hin, Miguel? Was haben die für Bewertungen? Es geht jetzt zu Hunger Point. Die haben 5 von 5 Sterne. Maxim schreibt, ich komme jede Woche wieder für das Kichererbsen-Curry. Sehr lecker, günstig, nett. Geh dort regelmäßig Mittagessen. Super leckeres Essen und tolle Inhaber. Macht weiter so. Okay. Kichererbsen-Curry. Es hört sich Veggie an. Ich habe selber keinen Plan. Ich probiere jetzt einen Parkplatz zu finden. Dann holen wir uns mal was zu snacken. Und dann schauen wir da mal rein. Kleines Hüngerchen mal stillen, ne? Ein kleines Hüngerchen mal stillen. Hast du noch Hunger? Ja. Ich habe auch noch Hunger. Irgendwo hier muss es sein. Zu schnell Parkplatz. Es ist nicht da. Guck mal hier. Baustelle. Aber dafür ist hier hinten was. Seht ihr das? Das türkise Ding. Brotwagen. Ich dachte, das wäre das. Jetzt habe ich mir was aus dem Brotwagen geholt. Wir können es natürlich nicht bewerten. Deswegen sind jetzt die Bewertungen ein großes Fragezeichen. Dafür habe ich aber so einen Knacker geholt. Zwei für Miguel und mich. Und der ist lecker. Und dazu habe ich mir noch ein Brot für zu Hause geholt. Dinkel. Und so ein Käse-Schinken-Brot. Und wenn es ums Bewerten geht jetzt, ne? Oh. Dann muss ich sagen, es ist einfach und das schmeckt mir. Den Brotstand, den wir nicht erfasst haben, weil er nirgendwo aufzufinden ist online, 4 von 5. Der Typ war nett. Jetzt gehen wir mal wieder ins Auto, weil ich habe noch was etwas Spezielleres. Da rede ich mit euch jetzt gleich drüber, wenn wir unterwegs sind. Komm mit. Also, folgendes. Ihr habt es jetzt gerade schon bemerkt. Eigentlich dachte ich, das wäre eine Safe-Bet, dass der Wagen da ist. Aber Baustelle, machst du nichts, die sind mobil. Wir haben es nicht gefunden, wie gesagt. Jetzt habe ich noch ein paar Sachen rausgesucht und ein paar Foodtrucks rausgesucht. Die haben aber manchmal mehrere Standpunkte. Manchmal sind die vielleicht da. Und manchmal ist es halt eine Catering-Firma, die halt einen Foodtruck hat, aber auch Catering macht. Das heißt, es könnte auch sein, dass wir irgendwie gleich mal vor so einem Büro stehen, ohne dass da ein Foodtruck ist, sondern die haben nur ihren Sitz. Also schauen wir mal, was dabei rauskommt. Bei den Ergebnissen war ich mir unsicher. Wir fahren die jetzt erstmal an. Falls was da sein sollte, gucken wir uns die Bewertung an. Falls nicht, dann zeige ich euch nur mal, was da sein sollte. Let's go zum ersten nächsten Punkt. Das hier ist jetzt der Laden, wo wir eigentlich hin wollten. Ihr seht, da sind schon wieder mehrere dabei, obwohl nur einer auf Google eingetragen ist. Und der Laden macht eigentlich frittierte Burger. Ist auch übel gut bewertet. Wir werden aber, und das habe ich gerade nachgeguckt, nochmal ein Bestellvideo machen, weil die haben wohl Lieferung auf, obwohl sie bei Google jetzt immer geschlossen haben. Ich verstehe gar nichts mehr. Also wie gesagt, hier Volt steht ab 16 Uhr geöffnet. Bei Google steht, es ist gar nicht mehr geöffnet. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir checken den nächsten Spot ab und schauen mal, ob da noch offen ist. Los geht's. Wir stehen schon wieder an der Straße. Ich sage ja, es ist super weird. Das sollte eigentlich der gute Heinrich sein, der hier irgendwie an der Straße direkt stehen sollte. Stattdessen steht hinter mir irgendwie ein Polizeiwagen und da ist ein Einsatz. Weiß ich jetzt nicht. Also er sollte Veggie und vegane Sachen haben, ist aber auch leider nicht verfügbar. Da kommen die Bullen, Miguel. Wir fahren direkt zum nächsten. Das ist die nächste Station. Wir sind jetzt irgendwo Mobile Food Guerilla, hätte es sein sollen. Ich zeige euch mal kurz, was hier abgeht. Hier ist ein Events Classics. Don't Dream, Drive It. Dann haben wir Biergroßhandel. Was, Alter? Hier vorne haben wir noch Baggers. Wir haben noch kleine Baggers, große Baggers, mittlere Baggers und Rasenmäher. Ich sag's euch, Food Trucks auf Google ist so weird. Ich schwör's euch, es macht gar keinen Sinn. Was ist Food Guerilla? Hier könnte ja noch diese Firmenzentrale sein, aber ich schwöre, hier sind Wohngebäude, da sind Baggers. Was ist hier? Ich sag's euch, es ist so schwierig, die zu finden, aber ich habe noch ein paar Adressen. Ansonsten miete ich mir einen Baggers. Na, let's go, oder? Weiter. Ey, ich komme von der Autobahn runter und ich zeige euch jetzt, wo das sein sollte. Es ist auf Miguels Seite. Ihr könnt schon hier hingucken. Ich zeige euch. Also, es ist das, was eingetragen ist. Es ist eingetragen auf Google. Die Leute, Strandhaus, Bellocane, Catering, Party Food Truck. Ich name euch jetzt, mir ist egal. Ich fahre hier durch ganz Köln. Wir sind in Zollstock. Das gehört schon eigentlich gar nicht mehr zu Köln, obwohl es Köln-Zollstock ist. Es ist Zoll-Köln-Stock. Wir fahren jetzt dran vorbei. Warte, ich sag jetzt. Sekunde. Du hast das Ziel erreicht. Ah ja! Wie schön! Wie schön! Ein Stromkasten! Ein Stromkasten neben der A4! Ein Stromkasten! Ja, die haben aber noch einen zweiten Standort. Fahren wir doch da mal hin und gucken mal, ob vielleicht der Truck heute da steht. Deswegen gibt es ja mehrere Standorte. Die werden ja bestimmt auch hier am Stromkasten aufgebaut sein. Oh, oh. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite.
Hä? Ich schwöre, wir sind Barbarossa-Platz. Guten Morgen, Barbarscheißer-Platz, Leute. Guten Morgen, Barbarscheißer-Platz heißt das. Guten Morgen, Barbarscheißer-Platz. Was ist das hier? Hier ist nichts so am Barbarossa-Platz. Was sind das für Sachen? Was für Pizza-Pasta-Foodtruck heißt das? Ich habe noch eine Sache. Ey, das wird so ein Fail gerade. Ich dachte nicht, dass das so ein Fail wird. Ich habe noch eine einzige Sache. Da können wir jetzt hinfahren. Ey, wenn da nichts mehr ist, ich schwöre, stech den rein ab. Ich schwöre jetzt. Übertreib nicht. Benedikt, guck mich an, wenn ich mit dir rede. Ihr seht schon. Also ich meine, wir sind jetzt hier auf dem Hinterhof, da ist ein Bürogebäude. Hier ist eine, I shit you not, Schießhalle. Und hier ist so ein riesiges Lagerhaus mit einem Feinkostladen. Aber weit und breit halt eben nicht der von uns ersehnte Foodtruck. Es ist wirklich ein absolutes Desaster, aber trotzdem habe ich alle bei Google verlinkten Foodtrucks heute abgefahren und probiert. Es waren nur 2 Stück. Davon muss ich sagen, hat das Hotdog-Thema dann gewonnen. Was soll man dazu sagen, ne? Kleiner Fail schon. Dafür haben wir uns jetzt echt Stunden Zeit genommen, um das alles abzufahren. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir probieren jetzt immer ein bisschen mehr in die Videos mit reinzunehmen und zu testen. Positiv war das Ganze natürlich trotzdem für uns, weil in einem Feinkostlager habe ich mir eine Trüffelsalami gezogen und ihr wisst ja noch das Brot von vorhin. Ich habe mir jetzt schön ein Reinwurstbrot. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, lasst ein Like und ein Abo da. Und natürlich, um das einfach mal dazu zu sagen, uns ist schon bewusst, dass auf jedem Baumarkt und neben den Foodtrucks und sonst noch was andere Trucks noch waren und andere Anhänger, die man auch noch testen kann, wir haben uns wirklich ausschließlich auf die Google-Ergebnisse jetzt eingelassen. Dementsprechend nur Google-Ergebnisse. Wir wissen, es gibt noch andere, aber die bei Google, das waren alle, die da waren. Zum nächsten Mal, haut rein, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Wir sind jetzt raus. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like meinen Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss!